Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Christoph, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich bei dir und dem Präsidium für das ausgesprochene Vertrauen. Wenn einen ein Ruf ereilt, muss man sehr gut darüber nachdenken, ob man diesem Ruf auch folgen möchte. Und es ist eine ganz besonders ehrenvolle Aufgabe, in der fünften Generation den Ansatz zu folgen, die Geschicke der österreichischen Wirtschaft mitzugestalten. In einer Tradition mit Raab, Salinger, Madertaner und Leitl, glaube ich, eine sehr würdevolle und ganz besondere, mit Verantwortungsbewusstsein ausgestattete Aufgabe, die ich hier übernehmen darf, mit einer gehörigen Portion Demut und Respekt. Wir vertreten in der Wirtschaftskammer 506.000 Betriebe. Das ist eine riesige Anzahl an Betrieben, von sehr, sehr großen Betrieben bis zu sehr kleinen Betrieben, die gemeinschaftlich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Rückgrat des österreichischen Erfolgsmodells einer Exportwirtschaft, aber auch sehr regional verankerten Wirtschaft bilden. Ich habe die Ehre haben dürfen, über mehr als 3 Jahre Regierungsverantwortung übernehmen zu dürfen. Zuerst in meiner Rolle als Staatssekretär und nun die letzten paar Monate als Wirtschaftsminister und habe in allen Belangen tiefe Einblicke bekommen, was die österreichische Wirtschaft prägt, was sie ausmacht, wie groß ihr kreatives Potenzial, Innovationspotenzial ist, aber auch die Bedürfnisse nach Erneuerung, nach Veränderung, nach einer Verbesserung der Rahmenbedingungen, die wir jetzt aktiv auch in die Regierungsverhandlungen einbringen wollen. Und wir sind auch in sehr unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Ich mag da sozusagen den Verhandlungen natürlich nicht vorgreifen und der Kommunikation der Bundespartei und des Bundesparteiobmanns vorgreifen, auch massiv eingebunden. Freue mich auch über das, auf die Kompetenz, die wir hier einbringen können, die keine Kompetenz als Selbstzweck ist, sondern eine Kompetenz, die am Ende des Tages dafür dienen soll, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und Rahmenbedingungen nicht nur, damit es der Wirtschaft besser geht, sondern damit einfach der Wohlstand in dem Land und die positiven Entwicklungsperspektiven, die es hier gibt, sich auch im wahrsten Sinne des Wortes in den nächsten Jahren erfüllen können. Wir kommen aus einer sehr schwierigen Zeit, aus einer Zeit des Stillstands, aus einer Zeit der kleinsten Kompromisse und ich möchte da nochmal Sebastian Kurz zitieren, der gesagt hat, wir brauchen eine neue Form von Gerechtigkeit, eine neue Form von Stilistik und auch eine neue Form der Zusammenarbeit, nicht nur über die Parteigrenzen hinweg, sondern auch über die Grenzen aller Stakeholder in der österreichischen Innenpolitik. Und die Wirtschaft ist ein zentraler Stakeholder. Und dort entscheidend mitgestalten zu dürfen, ich habe es gesagt, ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe, aber auch eine, die ich mit großer Leidenschaft und Motivation annehmen möchte. Etwas, das ich mir eigentlich in der Form, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so nie erträumt habe, habe ich mir nicht vorgestellt. Es war schon ein ungewöhnlicher Ruf von Reinhold Mitterlehner, damals in die Bundesregierung zu kommen. Und es ist jetzt ein ganz besonderer Ruf von den Obleuten des Österreichischen Wirtschaftsbundes und Frauen, aber auch vom Präsidium, das Vertrauen ausgesprochen zu bekommen, hier federführend, aber im Grunde genommen mit einem gesamten Team für die österreichische Wirtschaft gestalten zu können. Und Wirtschaft sind, lassen Sie mir das sagen, wir alle, in welcher Funktion auch immer, egal ob als Unternehmerin, Unternehmer, als Spitzenmanagerin oder Spitzenmanager, als Führungspersönlichkeit, aber natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist, was mir vielleicht in den letzten Jahren immer wieder zu wenig in der öffentlichen Debatte vorgekommen ist, tatsächlich nicht oft genug debattiert worden ist, dass wir alle gemeinschaftlich in einem sehr großen Ruderboot sitzen, egal an welcher Stelle wir gemeinschaftlich rudern, um das Schiff nach vorne zu bringen. Und das wäre auch mein Ansatz, in diesen gemeinschaftlichen Gedanken wesentlich mehr wieder zu appellieren. Es gibt eine Reihe von sehr großen Herausforderungen, der Präsident hat das angesprochen, die ich auch versucht habe, schon in meiner Arbeit in der Bundesregierung zu adressieren, die Frage der zunehmenden Globalisierung, der Integration aller Wertschöpfungsketten und natürlich ganz besonders die Frage der Digitalisierung und damit die Notwendigkeit, egal ob es um einen großen Industriebetrieb handelt oder einen sehr kleinen Betrieb, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wie wir mit diesen zunehmenden Dynamisierungstendenzen, mit der Notwendigkeit, sich auf eine viel, viel mit mehr Geschwindigkeit ausgestatteten und schnelllebigeren Wirtschaft auseinanderzusetzen. Wir haben gemeinschaftlich schon von Seite des Wirtschaftsressorts, aber die Wirtschaftskammer dort erste Schritte gesetzt. Denkt nur an die Aktion KMU Digital, aber das kann nur ein erster Anfang sein. Es gibt eine Vielzahl an Themen, die wir adressieren müssen, eine Vielzahl an Themen, die wir auch gerade jetzt in den Regierungsverhandlungen berühren müssen. Sie kennen alle das Wahlprogramm des Team Kurz der Neuen Volkspartei, wo es um Fragen der leichteren Finanzierbarkeit von Investitionen geht, steuerlicher und Abgabenentlastung, Fragen der Reduktion der Bürokratie, der verbesserten Rahmenbedingungen für die österreichische Tourismuswirtschaft. Das ist eine lange Latte an Themen, denen wir uns widmen wollen, denen wir uns auch glauben, gemeinschaftlich mit der Freiheitlichen Partei widmen zu können. Und es ist eine große Freude, gerade in dieser intensiven Situation hier
gemeinschaftlich gestalten zu können. Aber glauben Sie mir, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, wenn wir das ernst nehmen, was uns viele Experten und Experten sagen und viele von uns im Bauchgefühl erfüllen, dass unsere Wirtschaft immer dynamischer werden wird und dass das der zentrale Motor ist, aus dem wir heraus unseren Wohlstand generieren, dann werden wir uns niemals zurücklehnen können, sondern ganz im Gegenteil, wir werden diesen Veränderungsmotor am Laufen halten müssen und wir verstehen uns als Wirtschaftsbund auch im Team Sebastian Kurz der Neuen Volkspartei als der zentrale Innovationsmotor und diese Rolle wollen wir gerne mit großer Leidenschaft und großer Motivation auch weiterhin wahrnehmen, so wie wir das seit 1945 wahrgenommen haben. Daher freut es mich ganz besonders, in fünfter Generation den Familienbetrieb Wirtschaftsbund, wenn man so will, übernehmen zu können, federführend, und freue mich auf eine ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit im Team der österreichischen Wirtschaft und sehe das als eine ganz besondere Ehre, gleichzeitig als eine sehr große Herausforderung in schwierigen Zeiten, aber ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, haben ausgezeichnete Ideen, brauchen keine Konkurrenz zu scheuen und danke nochmal für das Vertrauen. Ja, vielen Dank. Es gibt einige Fragen, bitte schön. Ja, Herr Mader, Sie haben die Zeit der minimalen Kompromisse kritisiert. Bedeutet das, dass in Zukunft weniger Geduld mit den Arbeitnehmervertretern haben werden und da eher eine schärfere Linie fahren werden? Ich möchte das Thema der Sozialpartnerschaft ganz offen ansprechen. Ich habe festgestellt, dass was in manchen Werbevideos der Arbeiterkammer als Schieflage debattiert worden ist, vielleicht auch als Schieflage in der Gesamtform der Zusammenarbeit adressiert werden könnte. Ich bin für eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und Partnerschaft auf Augenhöhe bedeutet, ein gemeinsames, übergeordnetes, gesamtstaatliches Interesse zu haben. Ich bekenne mich zu dieser Partnerschaft, wenn sie diesem gesamtstaatlichen Interesse entspricht. Wir haben in dieser Partnerschaft eine Hundertschaft an Kollektivverträgen gemeinschaftlich in den letzten Jahren immer wieder sehr gut ausverhandelt. Ich glaube, mit viel Augenmaß sind nicht immer leichte Verhandlungen. Es gibt zum Teil unterschiedliche Interessen, aber es hat sehr gut funktioniert. Aber das große gemeinsame Interesse, die Republik weiterzubringen und in zentralen Fragen der Ausbildung, des Arbeitsrechts und anderen Fragen einen Schritt nach vorne zu machen, das hat vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Und mein großer Wunsch und eigentlich auch mein Anspruch, und ich habe das auch heute dem Präsidium klar dargelegt, ist, diese Sozialpartnerschaft, die zweifellos große Errungenschaften der Zweiten Republik vorzuweisen hat, die Phase des Wiederaufbaus bis hin zur Phase des Beitritts zur Europäischen Union, in eine echte Standard- und Zukunftspartnerschaft weiterzuentwickeln. Und unter Zukunftspartnerschaft verstehe ich eben die Definition eines gemeinsamen gesamtstaatlichen Interesses, das weit über die Partikularinteressen der jeweiligen Gruppen hinausliegt. Und das erfordert ein gerütetes Maß an Vorwärtsdenken. Und da sind wir gefordert, dieses Vorwärtsdenken gemeinsam zu entwickeln. Und das habe ich in den letzten Jahren vermisst. Ich will da jetzt nicht zu einem Rundumschlag ausholen, das ist nicht angebracht. Aber wir sind gemeinschaftlich gefordert, sicher auch die Arbeitgebervertretung, aber auch die Arbeitnehmervertretung, dieses neue Zukunftsbild für die Republik gemeinsam zu definieren. Das muss ein positives sein. Das muss ein Bild sein, wo die Menschen in Österreich sagen, diesen Weg wollen wir gemeinsam mitgehen, diesen Weg wollen wir ein Stück auch gemeinsam gehen, weil wir diese gemeinsamen Interessen in den Vordergrund stellen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist die Institution sicher in Frage gestellt. Und das wird einer breiten öffentlichen Debatte bedürfen, aber da schaue ich keine Auseinandersetzung. Die Argumente haben wir im Köcher. Wir wissen, was dieser Standort braucht, um weiterentwickelt zu werden. Und nochmal, es ist Globalisierung, aber vor allem Digitalisierung angesprochen worden. Da haben wir die Spitze des Eisbergs erst gesehen. Ich bringe immer das Bild des Essens. Das war der Gruß aus der Küche der letzten 20 Jahre. Und das mehrgängige Menü, 5-, 6-, 7-, 8-gängiges Menü, wird die nächsten 7 bis 10 Jahre in dem Bereich folgen. Und dafür braucht es eine andere Form der Zusammenarbeit und eine andere Form des gemeinschaftlichen Zukunftsdenkens. Also Punkt 1 haben wir noch nicht besprochen, das ist eine sehr frische und junge Entscheidung, wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir werden die Generalversammlung im Dezember vornehmen und der Präsident und ich werden das weitere Vorgehen im Jahr 2008 klären, das haben wir noch nicht besprochen. Und zur Frage 2 ein ganz offenes Wort. Ich bin ein glühender Vertreter der Selbstverwaltung, weil das eine liberale Idee ist. Es ist eine zutiefst liberale Idee,
in der Selbstverwaltung unabhängig vom Staat sich um die eigenen Agenten zu kümmern. Das ist leider in den letzten Monaten der Debatten zutiefst zu kurz gekommen. 1848, zum Zeitalter der bürgerlichen Revolution, nach der Vormärzperiode, ist das erste Handelskammergesetz verabschiedet worden, das, nachdem die Studentenschaft und die Gewerbetreibenden die Motoren der bürgerlichen Revolution waren, den Gewerbetreibenden und Handelskaufleuten zum ersten Mal das Recht gegeben haben, sich selbst zu verwalten, selbst zu organisieren und im gesetzlichen Prozess auch ein Begutachtungsrecht bekommen haben. Das hat sich dann über die Jahre hinweg ausgeweitet. Es ist leider in der österreichischen Debatte, in der innenpolitischen Debatte in Richtung Zwang und Verpflichtung ausgeartet die letzten Jahre. De facto ist es eine zutiefst bürgerlich-liberale Idee, dass sich freie Berufe und die Wirtschaft, und Sie wissen, für die Arbeiterkammer ist das erst in den 20er Jahren entstanden, selbst verwalten dürfen. Und ich lege auf diese Selbstverwaltung explizit auf Basis des liberalen bürgerlichen Gedanken zutiefst Wert, weil es um die Freiheit von staatlichem Zwang geht. Und das bezieht sich nicht nur auf die Wirtschaftskammer, das bezieht sich auf die Rechtsanwaltskammer und auf andere Kammern auch. Das kann man anders sehen, ja, wenn man das polemisch anders sehen möchte, aber unser Staatsgefüge, unsere Staatsverfassung, die Grundpfeiler unserer Verfassung sehen vor, dass es eine Selbstverwaltung für bestimmte Bereiche gibt. Und lassen Sie mich eine Analogie bringen zum Bereich der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist deswegen so stark und sympathisch, weil Bürgerinnen und Bürger dort ihr Schicksal in manchen Bereichen selbst in die Hand nehmen, weil sie sich selbst darum kümmern, Sachen zu organisieren, die der Staat nicht kann oder vielleicht nicht so gut kann oder vielleicht nicht so motiviert oder so effizient kann. Und wir brauchen im Bereich der Selbstverwaltung der Wirtschaft keine internationalen Vergleiche zu scheuen. Gerade die österreichische Selbstverwaltung ist Vorbild für viele andere Länder. Man muss nicht nur die Außenhandelsorganisationen zitieren, es gibt viele andere Bereiche auch. Und da möchte ich den Bereich der gesamten Berufsausbildung nennen, die, und glauben Sie mir, ich habe tiefen Einblick genossen in Bildungspolitik von staatlicher Seite der letzten Jahre. Sie wissen, ich war Hauptverhandler für diesen Bereich. Ja. Ich bin stolz darauf, was wir im Bereich der unternehmerischen Verwaltung hier selbst organisieren, von der dualen Ausbildung bis hinauf in den tertiären Bereich der Fachhochschulen. Das hat internationale Vorbildwirkung. Und wenn sich andere Länder nach Österreich wenden, dann kontaktieren sie nicht die Republik zuerst, sondern die wirtschaftliche Selbstverwaltung, die Wirtschaftskammer, um sich Anleitungen zu holen, wie man denn die Fachkräfteausbildung in ihren Ländern bestmöglich organisieren kann, weil wir als Österreich dort Best-Practice-Beispiel sind, auf Basis der Qualifizierung. Und ich scheue da keine Debatte, keine Argumentation. Ich habe das auch im Rahmen der Gewerbeordnungsnovellierung im Frühjahr nicht gescheut. Da wird mit sehr viel Polemik Schindluder getrieben. Da wird man gerne an den Pranger gestellt. Aber nochmal, es ist eine zutiefst liberale Idee, die bedeutet, Freiheit von staatlicher Aufsicht und Freiheit von staatlichem Zwang zu haben. Und wenn wir an die Zukunft der Republik denken und an ein, wenn Sie so wollen, Gleichgewicht zwischen den öffentlichen Institutionen und Kräften, dann gilt diese Idee, es ist im Grunde genommen eine Idee, die aus der Aufklärung herauskommt, aufrechtzuerhalten und diesen Freiheitsgedanken aufrechtzuerhalten, und für den werden wir ganz sicher kämpfen.